Und direkt weiter im Anschluss an die letzte Folge. Ich nehme mal ein paar im Voraus jetzt auf. Es ist ja immer noch Ostern. Oder? So nach Ostern. Weiß nicht mehr genau, für wann die Folge geplant ist. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir da eigentlich mehr Passagiere auf die Strecke kriegen. Windspitze und Sokarolle, also von der Seite her. Da passt es aber irgendwie wegen so halbwegs noch. Da haben wir nur zwei Haltestellen, wo überhaupt drei, wo überhaupt Leute warten. Das ist ja in Ordnung. Okay, spielt gar keine Rolle mehr. Jetzt haben wir schon 210, 213 Millionen. Das heißt, wir können es uns auf jeden Fall leisten. Die neue Baustrecke. Da hinten. Die hier gleich ganz anders anfängt. So kommt, wo wir noch mehr Zeit einsparen würden. Warum ist die Brücke nur zwei? Ah, okay. Falsche Brücke. Wir können keine scharfen Bögen machen. Wir müssen ja darüber, ne? Das heißt, wir müssen irgendwo einen Bogen machen. Selbst wenn ich die Strecke neu bauen wollen würde. Ohne Bogen geht es nicht. Ist einfach der Bahnhof so schlecht platziert. Die Frage ist, ob es aber trotzdem sinnvoller ist, den Bogen größer zu ziehen. Wobei die Strecke trotzdem, so wie sie jetzt ist, eigentlich ja passt. Spricht ja nichts dagegen. Wir haben nicht mehr Industrie, wir können eigentlich nichts mehr anbinden. Müssen wir insgesamt mal beobachten. Nach Linie. Das sieht noch gut aus. In Ordnung. Die Sache ist trotzdem schwierig. Wie schaffen wir das? Wir brauchen mehr Leute.
Und schauen wir mal, wie es so weitergeht. Dann machen wir weiterlaufen. Und hoffen mal, hoppala, wie es weitergeht mit dem ganzen Szenario. Aber vielleicht ein bisschen schneller vorspielen. Wäre auch schön. Ja gut, das kann die Engine nicht. Das ist eines der Gründe, warum es nicht geht, noch schneller vorzuspulen. Das kann einfach die Engine nicht. Vor allem 500 ist ja Hausnummer. Wir haben jetzt schon 2033. Noch mehr Waren liefern. Ah, haben wieder Fahrzeuge die Lebensdauer erreicht. 3, 4, 5, 5 LKW-Ware. Die Frage ist, ob wir nicht mal aufs Neue setzen. Ja, aber jetzt setzen wir nochmal auf die 3, 4, 5. Ja, dahin. Wo fährst du dahin? Dahin. Wir kaufen gleich mal alle. So. Machen wir das schon mal. Oh, und da wird gebaut. Gebaut ist immer gut. Ich sage jetzt halt, da ist Industrie, ne? Das heißt, wir müssten wahrscheinlich wegen mehr in... die Richtung uns ausbreiten. Ah, da haben wir auch noch zwei. In verkaufen. Bitte schön. So, Lyon Maschine. Ja, müssen wir abwarten, wie das sich insgesamt verhält. Sieht so verkehrstechnisch aus, noch gut, würde ich sagen. Ja, das nächste ist Lebensdauer erreicht, oder was? Lass mir brauchen noch mal 3 Stück. Kaufen, kaufen, verkaufen. Und dann ersetzen wir das mit 34 Jahren auch gleich, weil das kommt eh demnächst. Dann haben wir 31 Jahre, da haben wir nur 4 Jahre Zeit und dann kommen Riesenschwünge. Ja, wir können da wegen Wohngebiete erweitern, sag ich mal. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Wohngebiet in die Richtung drücken, aber das geht anscheinend nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. KI ein bisschen aushelfen, sage ich mal.
habe ich doch hin. Geht zwar ein bisschen spezieller aus, würde ich sagen, aber es sind alle. Es ist schon komisch, dass es immer so rumpackt, ne? So, wir haben sich die Linien etwas verschoben. Hoff mal nicht. Ah doch, hier auf jeden Fall. Müssen wir mal beobachten. Frage wäre es, ob es nicht sinnvoll wäre, da hinten eine Haltestelle noch reinzubauen. Die dahin zu verlagern und da noch eine Haltestelle hinzusetzen. So. Dann entsprechend die Linie, wo Paris Bus hier umzusetzen. So. Moment, vor der 9 und das. Also das, das raus, dann kommt das. 10, 11. Genau, und die Haltestelle verschwindet komplett. Laufen lassen. Industrie baut sich aus, das ist auch gut. Ja, vielleicht schaffen wir so ein bisschen mehr Wohnraum und dadurch endlich mal die 500. Bei 300 wären kein Problem, aber scheitert bei 500. Ja, das wird angenommen. Das ist so. Da hinten nicht, das wundert mich. Es ist nicht zugebaut, da habe ich es richtig hingesetzt, aber es ist nur so halbherzig irgendwie angenommen worden. Da waren 33. Wo waren denn da drüben 33? Tatsächlich, da war eine ewig viel. Okay, wir brauchen wahrscheinlich mal eine zweite Linie. Ja. So, neue Linie. Paris. Bus. So, das wird einfach ein schneller Bus, wenn nicht jede Haltestelle anfährt. Fährt zum Beispiel nur darauf, darüber, daher. Da und dahin. Da werden wir auf jeden Fall auch mal. Könnten wir theoretisch dann gleich die doppelten einsetzen, aber das nimmt sie nicht viel. Jetzt mal 5 Stück ein auf Paris Bus Eil. Auf jeden Fall jetzt die Leute da wegkriegen. Die warten zwar auf Paris Bus, aber ich hoffe mal demnächst, wenn der Bus dann schneller ist, der zweite, dass die Leute da drauf umsteigen.
müssen wir mal beobachten. Es wird immer mehr an den Haltestellen, komischerweise. Die Passagiere müssen wir natürlich abholen, weil die sollen ja mit dem Zug fahren. Das heißt, wir werden hier auch eine neue Linie noch erstellen. Die werden wir Lyon nennen. Lyon. Dann haben wir wieder Bus. Und dann Eile. Ja. Ganz klar vom Bahnhof. Schauen wir mal erstmal dahin, weil den ersten lassen wir gleich mal aus. So. Dann fahren wir dahin. Dahin. Dann nehmen wir den auf jeden Fall mit und den auch. Ja, dann haben wir nämlich das schon mal gut abgedeckt. Und dann da können wir auch nochmal für die Doppelten dann gleich 5 Stück drauf einsetzen. Jetzt sind wir gut mit dabei, würde ich sagen. Genau, dann setzen wir da jetzt nur noch die neuen Busse demnächst ein. Weil die haben eine höhere Kapazität. Und dann dürften wir hier ziemlich weit kommen. Ah, genau, da warten schon mal keine mehr, das ist gut. Da warten 20 auf dem Eilbus. Ist er schon da? Sehr gut. Okay, ja, das wird langsam besser. Ist ganz klar, wenn wir die Passagiere nicht aus der Stadt abholen, dann können wir die ja auch nicht mit dem Zug fahren. Logisch, ne? Ja genau, da sind schon wieder 60 dabei. Da kommen gerade 20 an und warten schon wieder 14. Also das mit dem Eilbus hat sich gelohnt. Mich würde es ja mal interessieren, wie voll die Eilbusse sind. Also Pariser Eilbus, der ist übervoll. Okay. Lyon auch. Das heißt, wir brauchen mehr Eilbusse. Können wir nochmal 3 weitere einsetzen. Paris Eilbus. Wenn wir in den Zug vielleicht auch trotzdem von die normale Linie, wenn die Busse mal veraltet sind, gleich auf die neuen umswitchen. Ja, und ich glaube, das wird jetzt besser. Aber ich würde mal sagen, an der Stelle beende ich erstmal den Part. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.